Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television. Du guckst aber ganz schön böse, ne? Ich guck böse, ich kann gar nicht böse gucken. Mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich saß auch verkehrt rum. Ich bin der Sashi und das da ist der Daniel, der böse Gucker. Mhm. Ja. Und wir haben heute den 6. Januar. Am 6. Januar haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Und das ist jemand, den kennst du, wenn du Bud Spencer, Terence Hill, Louis de Funès, Pierre Richard kennst. Dann kennst du auch Adriano Celentano. Ja, oder Azzurro. Hab die Toten Hosen später auch nochmal gemacht. Mhm. Fandst du gut? Ja. Nicht so? Geht so. Der gezähmte Widerspenstige, gibt dem Affen Zucker. Dem Zucken Affe, ja. Achso, hat er gemacht. Ja. Was ich cool fand bei dem gibt dem Affen Zucker, wie er aus der Garage rausgefahren ist. Du siehst, dass das Garage und dann so. Da kommt er mit Rollschuhen rausgefahren. Ich dachte erst, er kommt mit dem Fahrrad oder so, ja. Aber mit Rollschuhen, das war schon, ja, Respekt. Barnaba Cicchini war er in dem Film. Barnaba, ja. Barnaba Cicchini. Der Busfahrer. Linie 29, glaube ich, oder irgend sowas, ist er gefahren. Ja, ja. Ja, ganz, hat er Ornella Muti, aber sowas von Ornella. Ja. Sowas von Mutti. Ja, am 6. Januar 1938 geboren, der Adriano. Ja. So ist er. Am 6. Januar 1983. 1983. Kinostart. Von? Rambo, der erste. Rambo, jawohl. Ja, der war auch gar nicht schlecht, mal ohne Scheiß. Ganz nicht schlecht. Die anderen Rambo-Filme, also ich habe mir Rambo 1, habe ich mir letztens auch mal wieder angeguckt. Ja. Und den kannst du wirklich gucken. Kannst du gucken. Ja. Rambo 2, kannst du noch irgendwie gucken? Ja. Geht so. Rambo 3, Rambo 3 ist dann halt, was ist das? Blaues Licht. Was kann es? Es leuchtet blau. diese Klicklichter da irgendwie so. Ja. Ja, aber Rambo 1 ist wirklich. Kann man. Ja. Wirklich, Rambo 4 wieder. Ach. Rambo 4 war mir zu, das ist schon zu. Das ist ja wie ein Splatterfilm. Ja, das ist ja so ein. Das ist ja auch schon irgendwo hier geliftet 50 Mal und hin und her. Rambo 1 war noch. Es war noch von der Story her, war das noch. Der Typ, der irgendwie aus Vietnam kommt und irgendwie die Krise kriegt und so ein Zeug. War auch schon alles gut. Ja. Kann man wirklich machen. Also zur damaligen Zeit auf jeden Fall ein guter Film. Ja. Berechtigt erfolgreich, meiner Meinung nach. Finde ich auch. Aber jetzt haben wir wieder einen Fakt des Tages. Juhu. Ja. Der Fakt des Tages heute ist, es dauert 9, Käse, was erzähle ich denn da? Es dauert 8 Minuten, bis das Sonnenlicht die Erde erreicht hat. Von wo aus? Ja, von der Sonne aus. Ach so. Ja, von wo aus? Das Sonnenlicht muss ja, was denkst du denn, wo das Sonnenlicht herkommt? Ja, aus dem Arsch deiner Tante. Vielleicht oder was? Ist auch aus dem Arsch meiner Tante. Da kommt das Sonnenlicht her, oder was? Das ist auch eine Reflexion, wer weiß. Ja. Ja. Nee, es dauert 8 Minuten, dass das Sonnenlicht von der Sonne bis zur Erde wandert. Was ist dein Ding? Ja, 8 Minuten. Das ist sicher mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Ja, meinst du? Ja, 100%. Ah, da musst du mal recherchieren, weiß ich gar nicht so genau jetzt gerade. Doch. Ja, ja. Ja, könnte sein, aber schreib's mal in die Comments, ob das Licht wirklich da in den 8 Minuten komplett die konstante Lichtgeschwindigkeit auch vielleicht gibt es noch irgendwelche Cracks, also solche Nerds, die wirklich sich auskennen. Wie lange würde das Licht mit Warp-Geschwindigkeit brauchen? Ob es schneller oder langsamer wäre? Ja. Mal drauf rumdenken. So ein bisschen. Da muss man wirklich drauf rumdenken. Ja, ja. Das ist aber eine berechtigte Frage. Ja. Ja. Das war der 6. Januar. Morgen sehen wir uns am 7. Januar mit ganz viel Angeberwissen wieder. Ne? Ich hoffe, der Daniel ist da nicht da. Wir sehen uns wieder. Cheerio, Miss Sophie!